gut. Mehr oder weniger gut. Ende des Monats ist gleich. Was machen wir Ende des Monats mit unserem Gold, was wir haben? 3 Leute aufrüsten. 2 Leute aufrüsten. Hopfenfarm und Brauerei ist jetzt verfügbar. Ja, oh, ja, das muss man auch noch. Wir haben noch keine Taverne. Machen wir halt alles hier dann her. Hab nichts. Er hat auch so eine Sache. Wir gucken. Also ich will die tatsächlich noch gerade mal Richtung Kleidung hoch machen. Guck mal kurz, wie viel schaffen die? Ja. Die schaffen sogar tatsächlich das ganze Feld. Ja, lass mal so. Aber nicht. Ah, nicht ganz. Nicht ganz. Nicht ganz haben sie es geschafft. Nehmen wir hier mal so ein ganz kleines Schnupselchen weg. So. Ih, das ist weg. Ne, ihr kommt zurück. So ein ganz kleines Schnupselchen nehmen wir weg. Ja gut, dann macht das weg. Ja gut, ihr seht es aber nochmal an, so wie es ausschaut. Ja, nicht mehr. Mist. Mist. Kacke. Haben uns die jetzt eigentlich ab nichts gebracht dadurch. Eure Soldaten kommen zurück. Das will ich mir jetzt anschauen, was es da gibt. Will ich tatsächlich unbedingt wissen, was wir diesmal kriegen. 600 Gold, 41 Brot, eine Steine, Werkzeug, Eisen. Oh, nice. Echt? Also das Gold ist gut. Also für das Gold lohnt sich's schon. Würde ich sagen. Also zumindest gerade in der Situation, wo wir sind. Dass wir hier so ein bisschen Probleme haben. Aber auch nicht so viele Probleme haben. Und tatsächlich sind viele verwundet. Aber wir kriegen... Minus? Warum haben wir minus 5 Einfluss? Achso, weil ich die Mission abgebrochen habe. Aber bringt uns die Mission kein Einfluss plus? Wenn ich jetzt eine Mission mache? Nein. Wenn ich jetzt so eine extrem schwere Mission mache? Oh. Auf selten. Auf... Oh. Okay, die lohnen sich dann schon. Auch die extrem schweren. Da müssen wir vielleicht echt mal eine Armee aufbauen. So eine richtig fette. Und die dann relativ oder regelmäßig rausschicken. Warum halt viele Menschen? Und viele Menschen haben auch viel Hunger. Da bin ich gerade dabei. Dass aus viel Hunger so ein bisschen Hunger wird. Man merkt halt instant, dass wir keine Ressourcen kaufen. Man merkt tatsächlich instant, dass wir keine Ressourcen kaufen. Aber... ich wollte gerade sagen, Werkzeuge sind ein bisschen zu langsam, aber wir haben 100 Werkzeuge. Hier wollte ich weiter ausbauen. Das war ja noch nicht fertig. Da haben wir ja das mit ständig zu weit weggekriegt. Tschup, nein. Hoch wollte ich. Eins. Und. Tschup. Das hat genau im Fenster dann drin. Und der Fensterrahmen noch so halb drin ist, ist halt auch irgendwie doof. Da innen könnten wir es hinpacken. Ja. Schupp.
Pack mal da in das die Erweiterung rein. Chup. Dann, 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 dann. So. Das schaut halt auch irgendwie cool aus, aber es passt halt hier leider nicht dazu. So. Chop. So. Dann vielleicht hier. Wie das letzte Mal. So ein Hacke durchspammen. Weil es hier sogar besser ausschaut. Weil. Hier das ziemlich geschlossen ist. Brunnen. Bäumchen. Bäumchen. Nein. Hier ein Banner her. Ja. Den Punkt will ich. Hier ein Banner her. Da, 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 da. Hier oben das her. Hier schaut es doof aus, weil es durch das Fenster blockiert ist. Mache ich aber hier nochmal so. Chup. Oder nehmen wir mal eher dahin. Chup. Das ist schon kein Herrenhaus mehr, das ist eine Festung. Hier will ich es tatsächlich nicht mehr länger machen, weil das schaut dann doof aus. Und hier vielleicht eine Brücke rü. Okay. Hier eine Doch, wir könnten hier von hier aus eine Brücke dann so hier rüberziehen. Dass sie hier schon an einem Herrenhaus vorbeilaufen. Damit wäre das jetzt fertig. Tatsächlich. Ich habe hier keine Idee mehr, ob wir da noch, was wir da noch ein bisschen hinsetzen können. Ich würde vielleicht tatsächlich hier nochmal so einen Kamin herschmeißen, so mittig rein. So, vielleicht eher so. Und mehr auch nicht mehr. Bau beginnen. So, und dann können wir das auch ein bisschen einstellen. Habe ich ja noch nicht. Ja, dann haben wir hier ein mega fettes Herrenhaus gerade gebaut. Das Fassteil könnten wir machen. Den könnte man noch mit herpacken. So, tschüpp. Weil ich glaube, das sollte auch einer reichen. Wir haben bis jetzt für nichts Fässer gebraucht. Für absolut gar nichts. Hier werden gerade die Bäume schon gefällt. Hier oben wird gar nichts gefällt, aber das ist halt einfach bedingt, dass sie hier weiter fällen. Will ich mal kurz gucken, was fehlt hier? Also wenn wir mal hierher gucken. Eisenerz ist genug da, tatsächlich. Hier würde ich dann nochmal einen Köhler bauen. Wir hier nochmal einen Köhler bauen, weil Kohle nach unten geht. Das ist mehr als genug da. Kohle geht. Ach, wir bauen zwei Köhler. So, nochmal da einen Köhler mit her. Da können wir da vielleicht herpacken. Jo. Schaut nicht mal so schlimm aus. Und hier dann vielleicht nochmal einen. Noch eine Eisenschmelze nochmal, wo wir gerade wieder kein Gold für haben. Das lästige kein Gold von uns so ganz am Rand. So. Aber es wird langsam freigeräumt hier.
tatsächlich zwei. Haben kein Gold, aber die können wenigstens Häuschen bauen. Dürfen wir jetzt dann Häuschen bauen? Was fehlt denn ein bisschen? Nahrung? Die Felder sind jetzt gleich zum ersten Mal soweit. Die ersten paar Felder. Nahrungstechnisch müssen wir tatsächlich komplett in den Keller. Haben wir komplett in den Keller gefahren. Wir könnten rein theoretisch tatsächlich hier nochmal einen Fisch, eine Fischerhütte herstellen. So, also das müssen wir vielleicht mal so ein bisschen herstellen. Schupp. Zack. Und Bevölkerung scheitert es ja noch nicht. Neuling. Ich glaube, Neuling sind die, die noch nichts arbeiten. Neuling, Neuankömmling. Leibeigene Bürgerliche. Das heißt, rein theoretisch haben wir genug. Ach, bürgerliche Bürger. Aha. Fehlt noch ein bisschen. Aber Bürger auf keinen Fall erstmal machen. Die bringen zwar alle mehr Gold ein, aber man muss halt viel mehr machen, um die Bedürfnisse von denen zu decken. Null. Warum null? Weil niedrig, wir haben keine Beschäftigung. Okay. Ist aber gut, weil wir haben keine Menschen, die wir brauchen. Wobei wir hier rein theoretisch tatsächlich hier ein bisschen drauf gehen könnten. Schupp. Und ein bisschen die Wolle mit wegmachen. Mal eine noch. Und noch einen Schneider. Kriegen wir noch ein bisschen Kleidung ran. Da werden noch ein paar Schneider herwandern, definitiv. Ja. So. Dann ist Beschäftigung niedrig. Immer noch? Immer noch? Müssen wir langsam hochgehen. Herrenhaus. Nice. Also das ist schon ein cooles Ding. Das machen wir gleich, fertig. Warum nicht gleich? Machen wir jetzt. Gebäudeteile. Studienraum haben wir. Ja, welche Erweiterung ist das? Die hier. Schatzkammer. Warte mal. Die Erweiterung. Schatzkammer. Schatzkammer. Die hier soll tatsächlich das Büro werden von dem. Zufriedenheit wird um 12% weniger beeinflusst. Wer schreibt denn da gerade die ganze Zeit? Das können wir auch nur einmal machen. Das Einzige, was wir noch machen könnten, und da würde ich tatsächlich das hier mal freilassen. Wer? Da müssen wir aber noch... Da brauchen wir 10 Bürger dafür. Ja, das lassen wir mal frei. Wer? Steuer. Steuerbüro. Lassen wir das eine mal frei. Hier. Frisst und säuft ja nicht, soweit. Rest haben wir aber, oder? Ja, bis auf das eine. Jetzt haben wir schon 4000 Gold. Und mir gefällt es irgendwie. Guck mal, wenn du hier so herkommen würdest, schaut schon cool aus. Schaut schon schön aus. Von hier vorne schaut es auch gut aus. Finde ich. Ich finde, das ist schön geworden. Ist da irgendwas fertig geworden in der Zeit? Der Köhler. Schupp. Ich hoffe, dann kommen gleich wieder ein paar Menschen ran. Dass es wenigstens ein bisschen hoch geht. Ein bisschen was fehlt noch? Nee, ist immer noch niedrig. Ist immer noch niedrig. So, da haben wir einen Fischer. Müssen wir da wieder ein bisschen was ranbekommen. Immer noch niedrig.
Komm, mach noch einen Köhler oder sowas fertig. Dass ich noch ein paar Leute einstellen kann. Regelanpassung. Die Zufriedenheit wird um 12% weniger beeinflusst. Und begrenzte Dauer. Köhlerei. Was eigentlich gut ist. Negative Sachen werden 12% weniger negativ. Die Zufriedenheit. Denke ich jetzt mal. Jetzt ist es wieder hoch. Und wir haben schon wieder keinen mehr da. Okay. Aber wir können, oder ich will gleich mal hier die Weizenfarm. Hier noch weiter bauen wieder. Stopp. Das ist eine gute Idee, ist eine Weizenfarm nehmen. Eisenschmelzer? Würde man sagen, tatsächlich nein. Endet bestimmt nicht in einem großen Feuer. Bestimmt nicht. Ganz und gar nicht. Mm-mm. Vier von vier, das ist gut. Weil wir hier gleich noch eine Weizenfarm haben, die soweit ist. Beziehungsweise hier unten auch gleich Weizenfarmen haben, die soweit sind. Hier kommen dann auch einen Schwung Weizenfarmen her. Chup, 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 chup. Guck mal, die schaffen es auch ganz. Und hier ist so eine ganz kleine Grenze nur zwischen den Feldern. So. Alter, wie viel Kleidung wir haben und allem. Das ist wirklich... Da müssen wir mal schauen, dass wir die ein bisschen upgraden können. Dass wir die Kleidung... Die Kleidung auch verkaufen, die wir haben. Alter, ich habe schon wieder 4 Stunden. Ich mache aber gleich mal eine Pause. So in 10 Minuten. 10, 15 Minuten. Ich muss... wieder gut fürs Schneiden. Ich muss nämlich dann gleich mal Pipi machen. Dringend Pipi machen. Das läuft schon fast in die Hose. So, bam, 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 bam. Einfach mal warten. Goldtechnisch, warum? Oh, wir haben ein bisschen mehr Ausgaben als Einnahmen. Ja, okay, wir haben hier ein riesen Ding gerade hingesetzt. Kann schon sein. Ein bisschen übertrieben haben. Aber stopp, warte mal. Ach, euch geht's immer noch nicht ganz gut. Wird es eigentlich mehr, wenn ich mehr so Trainingspuppen herklatsch? Ich glaube, es fehlt an Trainingspuppen. Jetzt müssen wir mal ein paar Trainingspuppen noch herschmeißen. Macht mal. 4 Trainingspuppen für 12 Leute ist halt ein bisschen wenig. Aber es ist momentan noch das Provisorium. Da oben kommt dann so ein rettes Boom-Viechchen. Aber noch nicht. Leider noch nicht. Leider noch nicht. So, wieso? Achso, bei Mittel. Weil ich komplett vergessen habe, hier die Menschen einzustellen. Wie komme ich nur dazu? Warum kann ich nur so böse sein? Was fehlt hier? Nix. Muss nur hochgezogen werden. Okay. Da ist auch schon. Werden auch Fässer hergestellt. Gut. Brauchen wir sonst was? Eigentlich brauchen wir nur gerade Gold, um die Leute ein bisschen upgraden zu lassen. Damit die Katze hier mal wieder von meinem Schoß runtergeht, weil die gerade überhaupt nicht nervt. So, jetzt müssten mehr trainieren können. Zeitgleich. Oh, ich weiß schon, wie ich... Ich habe mir echt gute Idee, wie ich es aufbaue. Das andere. Weizenfarm ist fertig. Yay! Tatsächlich würde ich das hier machen. Damit Kleidung gekauft wird. Damit Kleidung gekauft wird. So.
bisschen würde ich tatsächlich noch in die Richtung gehen. So. So. Das ist doch ein bisschen klein noch. Ein bisschen so. Dann schneidet es hier so wieder ein Grad ab. So. Tipp. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Das geht bis hier. Also, Weizenfarm. Jetzt müsste natürlich auch die Nahrung runtergehen. Weizenfarm. Mal kurz gucken. Wenn ich die hier so hinbaue. Ein theoretisch halt zwei Stück. Direkt nebeneinander. Weil die einen in die eine Richtung machen und die anderen in die andere Richtung. In die andere Richtung. Außer wir haben kein Gold. Ich hasse es. Na komm schon, ein bisschen Gold muss doch. Jetzt wird auch endlich ein bisschen Kleidung gekauft, die wir eh schon die ganze Zeit fertigen. Das ist momentan die Kleidung. Kleidungsindustrie ist momentan noch ein komplettes Verlustgeschäft. Also komplett anders als in echt. Machen wir einfach mal so hier. Guck mal. Komm schon. Komm schon. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Nur ein bisschen Gold. Ein bisschen, nicht mal viel. Dann kriegen wir endlich auch richtig Weizen und dann ist halt das nächste dann tatsächlich Windmühlen. Tatsächlich ein paar Windmühlen. Und dann haben wir das. Die schaffen das Weizenfeld? Ja. Schaffen sie. Komm schon. Also eigentlich müssten wir echt relativ schnell das Gold plus machen. Der sagt, wir machen plus 50, 56 Gold. Ihr seht es leider nicht, aber... Ja. Sollte es doch relativ schnell gehen. Und tatsächlich schaffen die das besser als die anderen Bar. Deswegen sollten wir vielleicht hier echt noch so ein bisschen dran machen. Außer es wird halt gleich wieder komplett resettet. Das gibt's doch nicht. Oh, es gefällt mir. Oh, gefällt mir das. Hier dann so richtig schön Weizen und dann hier auch noch Weizen. Und von mir, also ich denke, wir tendenziell sollten wir vielleicht das Egg mal kaufen. Hier. Warum haben sie sich nur so wenig... Ach, ist doch aber alles hoch. Tendenziell sollten wir... Also das Eck hier... Also das ist nicht voll dann mit... rein... Ding. Weizenfeldern. Das heißt, eigentlich müssten wir das hier drüben noch kaufen und ich muss die Katze mal wieder wegschubsen. Oder weg tun. Einfach mich bewegen, dann mag sie sich eh nicht hinlegen. Das hilft da schon. Ah, da fehlt schon wieder einer. So. Das hier zum Beispiel mache ich dann nicht. Weil der da dann hier machen soll. Der soll hier drüben machen und der dann... Du bist eine Nervensäge. Das...
Jetzt streichle ich dich schon mal und sag, du bist eine Nervensäge, rennst du weg. Katzen, man muss sie nicht verstehen. So. Und die Weizenfarmen werden langsam fertig. Was fehlt denen? Nahrung. Okay. Das ist das Typische. Aber ich glaube, unser Nahrungssystem ist deutlich besser ausgelegt diesmal. Weil halt wirklich hier. Zur Not bauen wir hier noch einen Marktplatz hin. Und dann halt auch wieder mit Lager dahinter. Aber nicht mit Kleidungslagern, hätte ich jetzt gesagt. Aber unsere gesamte Nahrung ist gerade nicht die beste. Daher kann ich schon verstehen, dass ein bisschen Nahrung fehlt. Und hier wird es gerade mega warm hier drin. Tür ist offen. Hier wird es gerade mega warm hier drin. So, doch, komm schon. Wo bleiben die vier? Na, zeichne ich hier mal das Erntefeld dabei ein. So. Auch nicht allzu groß. So. Ah, dann. Bleiben sie denn? Ein Gesandter bittet um Audienz. Hallo, Gesandter. Nein. Hier lasse ich extra mal, weil der Weg so da ist. Bitte? Ja. Chup. Man müsste nicht langsam so in Sachen Mehl, Brot und allem drum und dran ein bisschen nach oben gehen. So ein bisschen. Zumindest. Hast du dein Erntefeld auch? Und du? Und du? Ihr macht dann in die andere Richtung hier drüben. Ich mach Discord jetzt stumm, das nervt mich gerade. Was ist denn hier die ganze Zeit im Discord los? Kanal stumm schalten, bis ich es wieder einschalte. Danke. Das nervt nämlich dezent. So. Sind noch nicht da. Okay. Dann kriegen wir jetzt langsam ein bisschen Weizen ran, was gut ist. Langsam so ein bisschen. Haben sie anscheinend nicht alles gekriegt, aber passt schon. Das kleine Eck stört uns nicht. Und vielleicht mache ich tatsächlich, weil es viele Stationen sind. Wir hätten Gold und wir hätten auch genug Kleidung, deswegen. So, ganz einfach, damit halt tatsächlich die Kleidung mal weggeht. Wir müssten auch mal ein paar Leute siedeln lassen wieder, also das sollten wir auch tatsächlich. Unser Dorf wird nicht größer. Definitiv nicht. So, dann haben wir hier zwei, die dann hier rüber gehen. Chup und chup. Irgendwo wären wir schon. Und dann würde ich tatsächlich Windmühlen machen. Und ja, Windmühlen. Und zwar so mal austesten, so dass halt das Getreide bei runtergeht. Du machst da, du machst rein Theo. Bist arbeitslos. Das müsstest rein theoretisch hier machen, aber hier ist halt
noch Wald. Na, doof. Deswegen sollten wir halt auch tatsächlich welche machen, die siedeln. So, aber... Was habe ich jetzt zugemacht? Nichts von den Dingern. Wir machen kurz Pause. Und gehen tatsächlich